Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und was ich hier habe, ist mein altes Impfbuch. Ja. Also diese Impfbücher, die hatte früher jedes Kind, ja, wie Sie sehen, ich bin so komplett durchgepikst, ne? Alles drauf, was man so braucht und 2018 befindet sich hier der letzte meiner Piekse in diesem gelben Heftlein, ne, das ich 2008 bekommen habe. Und ja, das kann man ja alle 10 Jahre mal so aktualisieren. Ne? 2028 kann ich mir nochmal überlegen, ob dann wieder irgendwelche Piekse notwendig sind. Hm? Also ja, das ist mein Impfstatus. Hm? Ich bin also gegen alles Bösartige geimpft und werde sie damit wahrscheinlich nicht anstecken, weil ich das höchstwahrscheinlich auch nicht bekommen kann. Ne? Also welche Krankheiten ich jetzt bekommen habe von diesen ganzen Impfungen, das weiß ich natürlich nicht. Also da gibt's schon so einige Verdachtsmomente. Der schlimmste ist, dass ich so leichte MCS-Symptome habe. Und nun ja, gut, so ganz leicht sind die auch nicht mehr, aber diese Krankheit ist von der Schulmedizin nicht anerkannt, multiple Chemikaliensensitivität, und sie existiert aber dennoch, weil ich habe sie ja. Ich kann Ihnen ja davon berichten, genauso wie meine Schwester, die schon viel länger Homeoffice macht, als es Corona erfordert, ja. Und das bedeutet natürlich, ich muss extremst vorsichtig sein mit weiteren Impfungen, weil Impfungen in Verdacht stehen, MCS auslösen zu können. Alles nicht bewiesen, aber genauso wenig sind die Langzeitwirkungen dieser neuen experimentellen Impfstoffe belegt, bewiesen, erahnbar. Wir wissen es nicht so genau. Ne? Also wenn man den Impfexperten zuhört, die wirklich Ahnung davon haben, dann wird einem Angst und Bange. Und deswegen ist es wirklich berechtigt, wenn Herr Kimmich und die Nena und weiß der Teufel wer nicht alles einfach mal sagen, nur mal langsam mit eurem Impfpsychoterror. Ja? So möchte ich es bezeichnen. Ja, und das ist mein gutes Recht, also zu bezeichnen, weil ich so empfinde. Es ist unmöglich, dieser Druck auf Menschen, etwas tun zu müssen, was sie nicht wirklich von Herzen wollen, das erzeugt bei mir psychosomatische Krankheiten. Ich war jetzt im letzten Jahr quasi 2-mal im Krankenhaus wegen Herzflimmern. Es ist nicht zu ertragen, wie hier mit Ungeimpften umgegangen wird. Und allein daher werde ich mich jetzt mit allen Ungeimpften 100% solidarisieren und sagen, ich schwöre euch, in diesen Körper kommt in diesem Leben kein einziger weiterer Pieks mehr. Null. Ja, das ist meine Retourkutsche für diese Klugscheißer, wie Herrn Scholz zum Beispiel, der einfach meint, wir wären ja alle Versuchskaninchen, aber es hat ja alles geklappt. Bitte? Was hat geklappt? Herr Scholz kennt also die Langfristwirkung, ja? Nein, die kennt er nicht. Und er will auch nicht darüber diskutieren. Er möchte, dass sich alle impfen lassen. Und ich werde das nicht tun. Mit Impfzwang vielleicht im Gesetz? Nein, auch nicht. Wie ich das dann verhindern möchte? Über den Notwehrparagraphen, über die körperliche Unversehrtheit. Ich werde mich wehren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ist das klar? In diesem Körper kommt in diesem Leben nicht ein einziger weiterer Pieks